Assalamu alaikum. Meine lieben Geschwister, heute wollen wir über die drei Stufen sprechen. Die Taten, welche dich am jüngsten Tag um Stufen erhöhen werden. Und eines müssen wir wissen. Im Paradies gibt es sehr, sehr viele Stufen. Sehr, sehr viele Stufen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns in einer Überlieferung aufgezeigt, dass allein für diejenigen, welche sich auf dem Weg Allahs abmühen, 100 Stufen vorgesehen sind. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr also Allah bittet, dann bittet ihn um den Firdaus. Weil er befindet sich in der Mitte des Paradieses, an der höchsten Stelle im Paradies. Und von dort gehen die Flüsse des Paradieses aus. Dort befinden sich die Quellen des Paradieses. Als Muslim sollte ich also bestrebt sein, nach Stufen im Paradies zu streben. Und der Prophet fügt noch hinzu, sallallahu alaihi wasallam, zwischen jeder Stufe und der anderen befindet sich ein Abstand wie zwischen dem Himmel und der Erde. Allahu Akbar. Es lohnt sich also jetzt gut zuzuhören. Was ist die erste dieser Stufen, über die wir heute sprechen wollen, inshallah ta'ala? Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, thalathun darajat, drei Stufen. Nummer eins, at-ta'am at-ta'am, dass ich Arme speise, ihnen etwas zu essen gebe, dass ich für die bedürftigen Menschen da bin. Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er über die Gläubigen in Surat al-Insan? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Und sie speisen und geben etwas von ihrem Essen ab, obwohl sie selbst darauf angewiesen sind. Es selbst eigentlich lieben. Es selbst eigentlich brauchen. Miskinen, einem Bedürftigen, einer Waisen und einem Gefangenen, der sich in Gefangenschaft befindet. Innama nut'imukum liwajhillah. Wir speisen euch nur für das Antlitz Allahs. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir möchten von euch weder Vergeltung, doch möchten wir von euch Dankbarkeit. Wir fordern unseren Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist deshalb nicht verwunderlich, meine lieben Geschwister im Islam, dass die erste Predigt, die allererste Predigt überhaupt, welche unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina gehalten hat, mit folgenden Worten beginnt. Stellt euch mal vor, er kommt gerade in Medina an. Die Leute versammeln sich um ihn herum und sind die ersten Worte, welche er an die Leute von Medina richtet. Ja, Johannes, o ihr Menschen, at'imu at'am, speist die Bedürftigen, wasilu al-arham, und pflegt die Verwandtschaftsband, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, und betet in der Nacht, während die Menschen schlafen, tadkhulu al-jannata bi-salam, auf dass sie das Paradies in Frieden betretet. So einfach ist Religion. Und so einfach ist es, Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Nur ich brauche dieses Bewusstsein. Ich muss bereit sein, ein bisschen von meinem Vermögen abzugeben. Auch an die bedürftigen Menschen dieser Welt zu denken. Dieses Vermögen in meiner Hand ist eine Amana, nach der mich Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag befragen wird. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesem Luxus leben. Es gibt viele Menschen, Milliarden Menschen auf dieser Welt, die nicht einmal einen Bruchteil dessen haben, was wir haben. Und Allah wird uns am jüngsten Tag fragen, wo wart ihr gewesen? Ihr Reichen, und wir sind alle reich. Keiner von uns, zumindest derjenigen, die hier das Video in Deutschland hören, hat mal einen leeren Kühlschrank gehabt oder mal Hunger gehabt. So was kennen wir gar nicht, Hunger. Wir kennen höchstens, dass unser Bauch zu voll ist. Ja, dass ich mir eine Womax reinspeisen muss, weil ich bei mir übel ist, weil ich zu viel gegessen habe, weil ich unter Übergewicht leide. Das kennen wir. Hunger ist für uns ein Fremdwort. Vielleicht im Ramadan, ja. Aber wir wissen, am Abend haben wir das beste Buffet überhaupt. Allah wird uns danach befragen. Und dann werdet ihr am jüngsten Tag nach dem Na'im, nach der Wohlwonne befragt werden. Was hast du mit deinem Geld gemacht? Hast du nur an dich selbst gedacht? Denkst du, du bist besser als die Bedürftigen? Das ist eine Prüfung. Allah prüft dich. Was machst du mit deinem Vermögen?
Geizst du oder gibst du? Unsere Aufgabe ist es zu geben. Am jüngsten Tag wird Allah jeden Einzelnen von uns befragen. Ja, Bina Adam, O Sohn Adams. Istat'amtuka, falam tut'imni. Ich habe dich um Essen gebeten. Du hast mir aber nichts zu essen gegeben. Der Mensch wird antworten und sagen, ja Allah, wie soll ich etwas zu essen geben? Du bist doch der Herr der Welten. Und dann antwortet Allah und sagt, kannst du dich nicht daran erinnern, dass dich mal der und der um etwas zu essen gebeten hat? Er brauchte etwas. Ja? War angewiesen auf dich und du hattest es. Und du hast ihm aber nicht gegeben. Wusstest du dann damals nicht, dass wenn du ihn gegeben hättest, dann hättest du dies heute vorgefunden? Das, was du gibst, das bleibt. Und nicht nur das, Allah Ta'ala, er wird es vermehren. Er wird es investieren, sodass du am jüngsten Tag vielleicht durch einen Euro, den du gespendet hast, einen Berg voller Hasanat haben wirst. So etwas sollten wir uns nicht entgehen lassen. Nicht wir, denen es so gut geht. Nicht wir. Nein. Wir sollten geben. Allah liebt es, wenn Menschen geben. Ich erzähle euch noch eine kleine Geschichte abschließend, inshallah. Und zwar einmal kam ein bedürftiger Mann in die Stadt des Propheten zu Hause. Kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er sagte, ja Rasulullah, ich habe Hunger. Der Prophet hatte nichts zu essen gehabt, so schlecht ging es ihm. Und er fragte die Sahabe, hat jemand von euch etwas zu essen? Und einer sagte, ja Rasulullah, ich lade ihn zu mir nach Hause ein. Dieser Mann wusste nicht, ob es wirklich was gibt oder nicht. Und er kam und seine Frau sagte, das wird gerade mal für eine Person reichen. Dann sagte er zu seiner Frau, guck mal, bereite das Essen vor, bring die Kinder schlafen, lenk sie mit irgendetwas ab, damit sie einschlafen, auch wenn sie Hunger haben. Und wenn du das Essen bringst, puste die Kerze aus, damit er nicht merkt, dass nur er allein ist und wir nicht mitessen. Nun haben sie das gemacht, sind hungrig schlafen gegangen. Aber der hungrige Mann, der Bettler, konnte etwas essen. Und am nächsten Tag trifft der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf diesen Mann. Und wisst ihr, was er zu ihm sagte? Er sagte, قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَ بِضَيْفَيْكُمَ اللَّيْلَ. Allah Ta'ala hat sich gewundert über das, was ihr mit eurem Gast in der letzten Nacht gemacht habt. Weil ihr bereit gewesen wart, ihm etwas zu geben, obwohl ihr es selbst nicht habt. Allahu Akbar. Und deswegen, die Bedürftigen müssen einen festen Anteil haben in deinem Vermögen. Haqqun ma'lum. Das ist für dich klar. Egal, wie wenig du verdienst. Selbst wenn du von Hartz IV leben solltest, dir geht es immer noch gut. Auch wenn es nur 5 Euro sind. Auch wenn es nur 5 Euro sind, die du im Monat einer Hilfsorganisation überweist. Oder denen du Bedürftigen gibst, auch in unserer Gesellschaft. Ja, dann ist das immerhin etwas. Und umso mehr du verdienst, desto mehr solltest du geben. Und sei dir sicher, dein Vermögen wird nicht weniger durch eine Spende, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, welche die Hungrigen speisen, welche immer in ihrem Vermögen einen Teil für die Bedürftigen vorsehen. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.